Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Ich habe mich hier für The Legend of Zelda A Link to the Past entschieden, weil ich ein großer Fan der Serie bin und A Link to the Past das erste Zelda-Spiel war, was ich bekommen habe. Ich war zwar nicht für den Advance, aber ich finde es für den Advance ein bisschen besser gemacht und hoffe natürlich, dass ich den Zusatztempel noch machen kann. Okay, fangen wir mal an. Ich bin der Dominik. Na, hoffentlich passt alles hin. Das könnte knapp. Nee. Dann nenne ich mich halt Dummy, ist auch nicht schlimm. Genau. A Link to the Past. Vor langer Zeit in Hyrule, umgeben von satten Wäldern und majestätischen Bergen, soll laut der Legende die allumfassende goldene Macht zu finden gewesen sein. Sie war versteckt in einem heiligen Reich, jenseits des Zugriffs der Menschen, bis eines Tages ein Portal zu diesem Reich geöffnet wurde. In der Hoffnung, die goldene Macht zu erlangen, begannen sich die Völker zu bekriegen. Viele trachteten danach, das goldene Land zu betreten. Doch keiner kehrte je zurück. Stattdessen strömten böse Mächte aus dem Portal. Da befahl der König, 7 weisen Männern das Tor für immer zu versiegeln. Viele mutige Ritter ließen ihre Leben bei dem Versuch, die Weisen zu beschützen. Ein Siegel wurde erschaffen. Das Fluss des Bösen war unterbrochen, für immer. Dies zumindest war die Hoffnung der Menschen. Doch die Zeit webte den Mantel des Vergessens und so wurden die Legenden geboren. Eines Tages tauchten in Hyrule der geheimnisvolle Magier Aghanim auf. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Er behexte die Soldaten und entführte 7 Maiden, die Nachfahren der Weisen, um das Siegel zu brechen. Nun erwartet das letzte der Mädchen ihr Schicksal, Prinzessin Zelda. Hilf mir, bitte hilf mir doch. Ich bin eine Gefangene im Burgverlies. Mein Name ist Zelda. Aghanim, der Magier, hat den anderen Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Aghanim hat die Kontrolle über den Palast erlangt und versucht, das Siegel der Weisen zu brechen. Ich bin im Kerker des Palastes. Bitte hilf mir. Dommy, ich gehe kurz fort, aber Sonnenaufgang bin ich wieder zurück. Bleib hier und verlass das Haus auf keinen Fall. Und wir können spielen. Ja. Das Haus auf keinen Fall verlassen. Ich denke mal, Link ist noch jugendlich und als Jugendlicher hört man doch auf keinen Erwachsenen, denke ich mal. Du hast die Lampe, drücke A, um Licht ins Dunkel zu bringen. Der erste Gegenstand, eine Lampe. Man kann Feuer machen. Ich hoffe, der Ton und die Qualitäten so passt alles. Wenn nicht, werde ich es natürlich versuchen zu korrigieren und alles. Aber, naja, es ist auch mein erstes Let's Play. Hey, du kannst doch hier nicht einfach in den Palast hineinmarschieren.
Ab nach Hause ins Bett mit dir, Schindchen. Will er rein? Na gut. Ich gehe einfach mal diesen Weg entlang. Dieser Busch scheint irgendwie geheimnisvoll zu sein. Tada! Das Coole natürlich an der Game Boy Advance Version ist: Hilf mir, ich bin verliebt gefangen, ich kenne einen Geheimgang. Du musst die Burgmauern entlang, um den geheimen Zugang zum Innenhof zu finden. Zurück zur Game Boy Advance Version: Die haben da die Stimmen von Link, die von Green of Time und Majora's Mask eingebaut. Das finde ich ziemlich cool eigentlich. Oh nein, unser Onkel. Diese Stimme. Tommy, bist du es? Ich habe es doch gesagt, du sollst zu Hause bleiben. Nun, man kann seiner Bestimmung wohl nicht entkommen. Hier, nimm dieses Schwert und den Schild. Ich werde dich nun eine der geheimen Schwerttechniken der Ritter von Hyrule lernen. Halte B gedrückt, um die Klinge mit Energie aufzuladen. Lass los, um die Kraft freizusetzen. Tommy, du musst Prinzessin Zelda retten. Es ist das Schicksal unseres Geschlechts. Doch wäre nicht Opfer dieses Schicksals, Tommy. Niemals werde ich unsere gemeinsame Zeit vergessen. Wir haben das Schwert. Ja, unser Onkel ist tot. Na, warte. Das werdet ihr büßen. Ihr habt ihn umgebracht. Aua. Mich auch gleich, wenn ich so weitermache. Komm her. Mit der Lampe kann man seine Fackeln anzünden. Wie man gesehen hat vielleicht, wird der Raum etwas heller. Und diese grünen, nehmen wir mal Flaschen, sind für die Magie da. Die, wo links oben angezeigt wird. Na. Jetzt 20 Rubine. Na, 5. Entschuldigung. Na. Komm her. Ja auch. Kommt her. Na, wow. So, im Kerker hat sie gesagt, ist sie. Wir müssen nach unten. Kann man die auch anzünden auch? Oh, stimmt! Geht auch. Aber irgendwie. Ich richtig rein. Hier geht es nach unten. Yay. Prinzessin Zelda willkommen. Oh nein. Komm her. Aua. Aua. Yeah, ein Schlüssel und die Karte. Du hast die Karte. Nutze sie, um deine Position im Verlies festzustellen und einen Überblick zu erhalten. Drücke L. Aber naja, brauchen wir nicht. Yay! Yay! Und tschüss! Oh, cool. Ein Schlüssel und ein neuer Gegenstand. Der Bumerang. Noch was vorweg. Ich will versuchen, dass ich alle Herzteile und alle Gegenstände sammle. Das ist
glaube ich, habe ich aber noch nie gemacht, die Herzteile. Ich glaube, 3 sind mir noch übrig geblieben, aber es dürfte kein Problem sein. Die Bumerang können jetzt die Gegner betäuben und die hinterlassen aber dann nur Rubine. Hier ist Zelle drin und bei diesem Kerl braucht man eigentlich nur 2 Vasen in den Kopf zu schmettern und der ist tot. Was ist das? Der große Schlüssel, juhu! Du hast den großen Schlüssel, damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Yay. Nochmal. Kohle holen. 5 Rubine. Und ja. Ich danke dir, Tommy. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Tommy, hör mir zu. Alle Soldaten im Palast stehen im Bann des Magiers. Ich fürchte, mein Vater ist noch schlimmer gegangen. Dieser Magier ist ein unmenschliches Monster. Er ist sehr mächtig. Hast du alles verstanden? Ja. Schnell, lass uns von hier verschwinden, ehe die Magier etwas merkt. Ich kenne den Geheimgang. Dazu müssen wir in den ersten Stock. Schnell, komm. Ja. In den ersten Stock gehen wir dann aber erst in den nächsten Part. Bis dann. Ciao.